Mit Ramazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Tom Thompson, hier bei Let's Play Today und wir spielen The Elder Scrolls Online, wie gehabt, mit unserem Khajiit Templer. Und wir sind hier gerade noch im Ladebildschirm, geht sofort los, ohne großartiges Gelaber diesmal. So, Shokan der Große, ich habe mir den nochmal erstellt, damit ich so noch ein bisschen mit dem zocken kann. Und Chingis finde ich cool, Shokan finde ich auch sehr cool, wegen Katze und hier, wie heißt es, Dschungelbuch. Deswegen heißt er Shokan. So. Templer der Stufe 5. Und wir sind in Kenartis Rast immer noch. So, und da sind wir schon. Wir haben unser Frost. Ist, glaube ich, noch ein Frostschwert, ist das. So, und dann machen wir gleich direkt weiter im Anhang, wo wir stehen geblieben sind. Ich kann auch mal ein bisschen so rumrennen, wenn ihr das möchtet. Schreibt mir das einfach mal, wie ihr das lieber habt, ob ich das in der Ego-Perspektive zocken soll. Oder doch in der Third Person. Da sind die Harpien. So, was haben wir denn eigentlich zu tun? Jetzt muss ich erstmal direkt gucken. Oh. So, jetzt. Also wir müssen auf jeden Fall noch die Farm befreien. Da ist eine Farm, das weiß ich. Und hier oben ist eine Farm. Die müssen wir noch befreien. Und ja, die Dinger jetzt hier entdecken ist jetzt nicht so essentiell, sage ich mal. Und ich wollte mit euch noch Himmelssteine suchen, mal sehen. Das machen wir jetzt die nächsten zwei Folgen noch nicht. Das machen wir dann wahrscheinlich nach den zwei Folgen. So, und wir müssen darüber. Kann ein bisschen dauern. Eisenerz muss ich sammeln. Unbedingt, das muss ich transferieren. Ja, was ich festgestellt habe, Leute. Ach, guck mal, wie sie schleicht. Wir haben ja eine Bank. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt ist, ob man das eigentlich, ob man mich im Kampf nicht mehr hört. Muss ich dann danach nochmal feststellen, wie das ist. Auf jeden Fall haben wir ja eine Bank und die Bank nutzt jeder Charakter. Also wir haben eine Bank für alle Charaktere, die wir erstellen. Sprich, das Zeug, was ich mit meinem Level, keine Ahnung, 23, 24 Magier-Dings habe. Guck mal, hier liegt einer und ist tot. So, ich musste mal kurz. Dieses ganze Zeug, was ich mit meinem Magier gesammelt habe, mit meinem Vampir-Magier, hat jetzt auch dieser Charakter, also kann er abheben. Und da sind ziemlich viele Verzauberungssteine zum Beispiel dabei. Aber dieses Zeug werde ich nicht nutzen. Ich werde hier extra Zeug sammeln. Und wenn ich mal was, also ich werde es vielleicht schon nutzen, aber
eben nicht jetzt am Anfang, denn wir müssen erstmal ziemlich weit kommen, bevor sich das lohnt, überhaupt zu nutzen. So. Ich gucke hier nebenbei noch ringsherum. Da ist noch ein bisschen Erz. Also Erz finden wir immer an Bergabschnitten, sag ich mal. Ringsherum. Iron Ore. Heißt es auf Englisch? Eisenerz. So. Halt, kommt nicht näher. Das ist so ein Buch, ich weiß schon. Es gehört zur Quest. So, ich muss mal wieder in die Ego-Perspektive gehen, weil sonst komme ich hier nicht klar. Das ist dann... Also ich komme damit schon klar, aber es gefällt mir so einfach besser. Halt, bleibt zurück. Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Ich sollte vielleicht mal den Fernseher ein bisschen leiser drehen, da ihr sonst wahrscheinlich eine Doppelbehallung habt. Oder Beschallung, nicht Behallung. Eine Närrin, die für ihren Ehrgeiz den höchsten Preis bezahlt hat. Aber es soll niemandem mehr so ergehen wie mir. Ihr müsst gehen. Das Buch vor euch ist verflucht, genau wie seine beiden Geschwister. Könnt ihr denn nicht hören, wie es nach euch ruft? Nein, ich höre nur euch. Ja, ich habe festgestellt, ich werde das jetzt doch vorlesen. Diese Gegenfragen oder Gegenantworten, da es einfach besser ist. Aber ich werde das jetzt nicht hier in irgendeiner Art irgendwie versuchen, dermaßen krass zu synchronisieren. Ich werde es einfach vorlesen. Und ja. Der Output von den Dialogen ist sehr gut, habe ich festgestellt jetzt. Und ansonsten, ja, machen wir weiter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer wegdrücke. Dann seid ihr vielleicht stark genug, ihrem Ruf zu widerstehen. Wenn ihr sie findet und zum Schrein bringt, könntet ihr zu Ende führen, was mir nicht gelang. Bitte, ich flehe euch an. Die Bücher sind eine Finsternis, die vom Antlitz dieser Welt getilgt werden muss. Sagt mir, was ich tun muss. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zuzuführen. Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und sie zum Schrein bringen, um sie dort zu vernichten. Wo ist dieser Schrein? An den Ufern von Kenartis Rast, jenseits der Stadt Mistral. Er wird von einer immerwährenden Flamme erhellt. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Für wie stark ihr euch auch halten mögt, fürchte ich, dass die Folianten noch stärker sind. Okay, dann lebt wohl. Was ich noch sagen wollte, ich überspringe in meinem, bei dem anderen Charakteren, oder bei dem anderen Charakter, dem anderen Kachi-Templer, überspringe ich die Gespräche, damit ich doch mir nicht der Spaß vergeht. Soll ich Ihnen das erklären? Endlich! Dieses Buch ist mehr als seinen Preis wert. Was? Was ist das? Wartet! Ich wollte doch nur etwas Schönes erschaffen. So, okay, jetzt. Und wie soll ich euch das erklären? Ganz einfach, wenn ich bei dem anderen Kachi-Templer mir das alles anhöre und ich die ganze Story dann schon kenne, würde mir das ein bisschen den Spaß verderben und könnte mich dann nicht mehr oder könnte dann nicht mehr so Emotionen reinlegen, wenn ich dann was erfahre, was ich dann schon weiß im Endeffekt. Ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen verständlich, was ich meine. Also sozusagen, wenn ich hier was erfahre, dann erfahre ich das zum ersten Mal, weil ich es bei dem anderen Charakter überspringe und einfach mir nicht anhöre. Finde ich besser für das Let's Play, ansonsten würde ich das schon alles kennen und könnte euch dann schon irgendwie was vorwegnehmen und euch irgendwas zum Beispiel erzählen.
was dann passiert oder was storytechnisch dann schon kommt. Und das möchte ich halt nicht. Aus dem Grund kenne ich die Story gar nicht. Also ich sag mal, ich spiele es hier zu 50% blind. Weil ich ja ein bisschen schon was kenne mit den anderen Charakteren. Da bin ich schon ein klein wenig weiter, da bin ich Level 8. Also auch nicht so viel weiter. So, wir müssen die Folianten sammeln. Also Folianten, sprich Bücher. Hier ist irgendwo ein bisschen Eisenerz. Aber bestimmt täuscht mich mein Gefühl. Wir sind auch komplett überladen, habe ich gerade gesehen. Also nicht überladen, aber wir sind voll. Was hat er jetzt gesagt? Sorry. Endlich! Besser Joe wird dieses legendäre Gebüsch finden. Was? Was ist das? Nein, bitte! Dieser schaut nicht mehr hin. So, ich glaube... ich wollte ja die Bücher nicht lesen, aber ich habe jetzt ein bisschen... vergessen, sag ich mal, dass es ja eher ein Buch ist, was zur Story gehört. Also werde ich das nächste Buch mal lesen, auch wenn es jetzt ein bisschen spät kommt. Aber diese Dinger, die ich finde, diese Bücher und so, die werde ich nicht im Einzelnen vorlesen, denn das wäre einfach viel zu viel. Und ja, es wäre einfach viel zu viel. So, warte mal, wo ist denn das dritte Buch? Ach, krass, da hinten. Okay, pass auf, wir machen das so. Wir nehmen jetzt diese Mission hier mit. Weil es einfach richtig ist, so zu laufen. Sonst hätten wir viel zu viel hin und her in den Let's Play oder in dem Spiel. Also machen wir das immer alles auf dem besten Wege. Wissen ist Macht. Ja, Wissen ist Macht. So, Schlösser knacken bin ich sehr gut. Muss ich... Ach, okay, wartet mal, Leute. Ich muss mein Inventar aufräumen. So, pass auf, wir tun... Okay, warte mal, gucken mal hier durch. Guck mal, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Was wollen wir mit Holz? Das kann weg und das kann weg. Und das kann auch erstmal weg. Das Essen behalte ich. Das kann weg erstmal. Was ist das? Mhm. Können wir ja mal eins benutzen. Rest schmeiße ich weg. So,
So, das eine Schlückchen des Lebens tue ich auch beiseite. So, das sollte ausgerüstet sein. Questgegenstände. So, was haben wir hier? Riesendolch. Der ist gebunden, den können wir wegtun. So. Guck mal, der bringt gar keine Kohle. Der bringt auch nicht so viel. Das kann weg. Das kann weg. So. Das Ding kann auch weg. So, ich räume mal kurz ein bisschen hier auf. Es ist einfach besser. Hab ich die auf? Ich hab die tatsächlich auf. Ich sollte die eigentlich erstmal... Komm hier, die ganzen Dinger... Sind so Quatsch, brauchen wir gar nicht. Hier, genauso wie den Scheiß. Jutta-Handschuhe brauchen wir nicht. Guck mal, das bringt uns nicht mal Geld. Das bringt uns gar nichts. So. Beine. Bringt uns auch nichts. Hier kriegen wir ein bisschen Gold für, aber naja. Weg damit. So, hätten wir hier ein bisschen aufgeräumt. So. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu lange gedauert. So, und dann können wir nämlich... Wir können froh sein, dass das uns jetzt keiner geklaut hat zwischendurch. Und ich glaube, wir können das Ding sogar benutzen. Okay. 1775 1588. Naja, so viel weniger ist das nicht. Dafür haben wir mehr Crit. Werde ich mir mal anschauen. Ist das eine einhändige? Okay. Deswegen. Nee, dann nehme ich lieber meinen Zweihänder wieder. Weil ich bin auf Zweihänder geskillt. Ist einfach besser. So. Ja, nicht wundern. Ich brauche Eisenerz für meinen anderen Charakter. Dann habe ich mir für teuer Geld Aufrüstungs... ist es das? Nee, das ist nicht das Buch. Einen Augenblick bitte. Ja, das ist die alte. Hä? Hallo? Hä? Hier stand doch gerade eine alte. Wo ist denn die jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist... Da drüben ist sie. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Was ist geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Die anderen sind geflohen, aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Wobei soll ich euch helfen? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fernhaltet, während ich die Schutzzauber breche, können wir gemeinsam nach Aurelion suchen. Wie wäre es damit?
In Ordnung, ich werde euch helfen, die Schutzzauber zu brechen. Ich bezweifle nicht, dass Rorelion auf sich aufpassen kann, aber wenn er da drin gefangen ist, dann müssen wir ihn rausholen. Warum wart ihr im Tempel? Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegen, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Eyal Seel hat natürlich darauf bestanden, sie anzuführen. Eyal Seel hat den trauernden Stein am Adlerstrand studiert. Ah, also habt ihr ihn schon getroffen. Mein Meister nennt ihn Aaltöter, wegen irgendeines Experiments, das vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist. Der trauernde Stein, den ihr gesehen habt, stammt aus diesem Tempel. Eyal Seel hatte ihn kaum entfernt, als sich auch schon die Untoten auf uns stürzten. Habt ihr etwas über den trauernden Stein erfahren? Rorelion dachte, man könnte damit das Wetter kontrollieren und vielleicht sogar einen weiteren Orkan verhindern. Eyal Seel war natürlich anderer Meinung. Er bestand darauf, ihn am Adlerstrand weiter zu untersuchen. Okay. So. Wir haben einen Fertigkeitspunkt, den wir direkt vergeben werden. Ich weiß auch schon für was. So, Harsche, Hiebe haben wir schon. Das ist schon die Erweiterung, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir Sonneneruption, haben wir jetzt drinne, genau. Heilendes Ritual, hastige Zeremonie. Okay. Ja, ich möchte aber erstmal den durchdringenden Wurfspeer, denn der ist ziemlich gut. So, und die Verteilung ist auch so, wie ich sie bei mir habe. Perfekt. So. Genau. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben noch 8 Minuten. Ihr seid so kunstvoll gefertigt. Kehrt um. Ihr seid hier nicht willkommen. Was seid ihr? Ich bin, was auch immer ich sein möchte. Ich wechsle den Körper, wie die Hochelfen ihre Kleidung. Auch wenn die Leichen in diesem Tempel meine Garderobe etwas einschränken. Was schert es euch? Warum dringt ihr hier ein? Wir suchen nach einem Mann namens Rorelion. Ah, der Name meiner jüngsten Gewandung. Sein Fleisch hängt etwas schlaff herab. Aber die Kraft in seinen Knochen erinnert mich an meine Jugend. Und die Roben. Ich hatte ganz vergessen, wie sich Seide auf neu gewonnener Haut anfühlt. Was habt ihr Rorelion angetan? Betretet diesen Tempel und seht selbst. Was für eine lobenswert aufrechte Haltung. Euch könnte ich ganz sicher im Herbst tragen. Was Rorelion angeht, in ihm zeigt man sich am besten nur bei Voll- oder Neumond. Lasst Rorelion sofort frei. Ich bin das hier leid. Geht oder sterbt. Mir ist es einerlei. Das kann nicht gut sein. Wir müssen diese Schutzzauber schnell brechen.